Hallo, liebe Kinder, habt ihr schon mal so was Tolles gesehen? Wisst ihr vielleicht, was da durch die Gegend schwebt? Habt ihr eine Idee? Aha, das sind die Planeten von unserem Sonnensystem. Hier in der Mitte seht ihr die große Sonne. Die habt ihr bestimmt auch schon mal am Himmel gesehen. Die sorgt nämlich dafür, dass es bei uns auf der Erde schön warm ist. Und um die Sonne herum fliegen viele Planeten. Und jetzt wollen wir als erstes mal zusammen zählen, wie viele Planeten es in unserem Sonnensystem gibt. Zählt mal alle mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Genau, 8 Planeten. Und habt ihr auch eine Idee, wie unser Planet heißt, auf dem wir leben? Richtig, das ist die Erde. Außerdem gibt es noch den Neptun, den Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, die Erde, das wisst ihr jetzt mittlerweile, die Venus und den Merkur. Und was kommt denn hier geflogen? Ein Space Shuttle. Es ist noch gar nicht so lange her, da sind Astronauten mit Hilfe eines Space Shuttles ins Weltall geflogen, um es zu erforschen. Wie toll wäre es denn, wenn wir dieses kleine Space Shuttle in ein riesen Space Shuttle verwandeln könnten? Wäre das nicht eine tolle Idee? Vielleicht schaffen wir das ja zusammen. Ich werde mich erstmal warm einpacken und dann benutzen wir die Peppina Zauberkraft und schauen, was passiert. Seid ihr alle bereit? Super, ich brauche nämlich wirklich jeden einzelnen von euch. Ich habe nämlich nur eine Hand frei, denn in dieser Hand halte ich das Space Shuttle und die andere Hand geht in die Luft, bei euch beide Hände und dann geht's los. Tee-duff, 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 tee-duff. Hä? Das Space Shuttle hat sich nicht in ein großes verwandelt. Aber was ist denn dann da oben in der Luft? Seht ihr das? Was könnte das denn sein? Ach so, das ist ja ein Flugzeug. Das heißt, es haben wahrscheinlich nicht alle richtig mitgeholfen. Wir probieren es gleich nochmal. Steht alle nochmal auf. Die Hände in die Luft. Und dann geht's nochmal los. Mamas, Papas, alle müssen mitmachen. Tee-duff, 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 tee-duff. Kinder, seht ihr das? Wir haben es zusammen geschafft. Vielen Dank für eure Hilfe. Wir stehen hier direkt vor einem riesigen Space Shuttle im Technikmuseum Speyer. Wow, wir schauen es uns direkt mal an. Kommt mit! Das ist übrigens die Buran, ein russisches Space Shuttle. Damit konnten die Astronauten früher ins Weltall fliegen. Leider fliegen Space Shuttles heute nicht mehr, aber dafür können wir es hier im Museum anschauen. Das ist doch auch super. Und wir wollen natürlich auch ins Space Shuttle hineinschauen.
Wow, Kinder, ich bin so aufgeregt, denn ich stehe hier im Space Shuttle. Ich kann's gar nicht glauben. Und hier, schaut mal, da saßen die Astronauten und haben das Space Shuttle ins Weltall gesteuert. Das, was ihr hier seht, ist das Cockpit des Space Shuttles. Sieht doch ein bisschen aus wie das Cockpit in einem Flugzeug. Puh, so viele verschiedene Knöpfe, da wird einem ja ganz schwindelig. Und hier drüben ist die Ladebucht. Die konnte man im Weltall aufklappen, um dort Experimente zu machen. Wie aufregend ist das denn? Ich habe euch ja schon gesagt, dass die Space Shuttles heutzutage leider nicht mehr ins Weltall fliegen. Dafür viele verschiedene Raketen, wie zum Beispiel diese hier. Und wisst ihr auch, wo der berühmteste Weltraumbahnhof ist? In Florida, genau. Das Kennedy Space Center der NASA. Und jetzt zählen wir mal zusammen, wie viele Raketen hier sind. Macht ihr mit? Super! 1, 2, 3, 4. Genau! Und das hier ist keine Rakete, sondern ein Satellit. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Schaut mal her, das hier ist auch ein Satellit. Und wisst ihr, was Satelliten machen? Die umkreisen die Erde und schicken uns wichtige Informationen über das Weltall und über die Erde. So erfahren wir zum Beispiel ganz genau, wie das Wetter die nächsten Tage wird. Ob es schneit oder die Sonne scheint. Und jetzt kreisen wir alle mal wie ein Satellit. Aber nicht zu schnell. Da wird mir ja gleich richtig schwindelig. Wow! Schaut euch das mal an. Das ist die ISS. Das ist quasi eine Wohnung im Weltall mit vielen Forschungsstationen. Regelmäßig kommen Astronauten aus verschiedenen Ländern zur ISS, um Experimente im Weltraum durchzuführen. Hier seht ihr sogar einen Raum von der Internationalen Raumstation, der ISS. Die Astronauten sind dann zum Teil mehrere Monate auf der ISS. Und dort kann man nicht einfach laufen, sondern schwebt in der Atmosphäre. Das nennt sich Schwerelosigkeit. Das stelle ich mir total aufregend vor, durch die Luft zu schweben. Das macht bestimmt super viel Spaß. Der Raumanzug. Wow, der sieht ja toll aus. Oh, ich wünschte, ich könnte auch einen so tollen Raumanzug anziehen. Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen. Wir benutzen einfach mal
die Pepina Zauberkraft und schauen, was passiert. Los geht's! Alle aufstehen. Die Lupe kommt auf den Boden. Die Hände in die Luft. Und dann geht's los. Alle ganz laut. Ti-duff! Ti-duff! Super! Weitermachen! Ti-duff! 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 Wow! Es hat funktioniert! Schaut euch mal diesen tollen Raumanzug an. Sehe ich nicht aus wie ein Astronaut? Aber, irgendetwas fehlt doch noch, oder? Habt ihr eine Idee? Genau, als richtiger Astronaut brauche ich doch noch einen Helm. Wir zählen alle auf drei und wer weiß, vielleicht habe ich dann ja einen Helm auf dem Kopf. 1, 2, 3! Wow! Tschüss! Hallo! Ich bin ein Astronaut! Da ich jetzt richtig gut ausgestattet bin wie ein Astronaut, schwebe ich jetzt ins Weltall. Nein, noch besser, auf den Mond! Kommt mit! Wir haben es auf den Mond geschafft. Schaut mal, da hinten ist eine riesige Mondfähre. Wenn ihr heute Abend aus dem Fenster schaut und den Mond seht, dann stellt euch mal vor, dort sind tatsächlich schon Menschen gelaufen. Das ist unfassbar. Ich bin hier natürlich immer noch im Museum und nicht auf dem richtigen Mond, aber ich zeige euch mal ein echtes Stück vom Mond. Kommt mit! Wow! Kinder, ihr fragt euch sicherlich, warum ich im Weltraum so langsam durch die Gegend laufe und schwebe. Das liegt an der Erdanziehungskraft. Ich erkläre euch das mal kurz. Wenn ihr auf der Erde hochhüpft, so wie ich, dann werdet ihr von der Erde wieder zurück auf den Boden gezogen. Das gibt es aber im Weltall nicht. Deswegen kann man im Weltall schweben. Los, steht alle mal auf und schwebt mit mir durchs Weltall. Das macht doch total viel Spaß. Und auf dem Mond gibt es eine Mondanziehungskraft. Die ist aber nicht so hoch wie die Erdanziehungskraft. Deshalb kann man auf dem Mond viel höher und langsamer hüpfen. Schaut euch das mal an.
Das sind alle 12 Astronauten, die schon auf dem Mond waren. Der bekannteste von ihnen ist Neil Armstrong, denn es war der erste Mensch auf dem Mond. Schaut mal in die Kapsel rein. Da sitzt ein Astronaut. In so einer kleinen Kapsel fliegen die Astronauten aus dem Weltall zurück auf die Erde und landen dann im Meer. Wahnsinn, was wir alles Tolles über die Raumfahrt gelernt haben. Ich habe jetzt aber noch was richtig Tolles entdeckt, nämlich einen Roboter. Komm mal mit, wir schauen uns an, was der kann. Der Roboter kann uns verschiedene Gegenstände bringen. Und ich möchte natürlich ein Space Shuttle. Dafür brauche ich 10 Euro und die stecke ich hier in den Automat. Und dann drücke ich die Nummer 7. Wir machen die Box zusammen auf. Schaut euch das mal an. Wow. Seht ihr das Space Shuttle? Das stelle ich mir zu Hause in mein Regal. Dann kann ich mich immer an diesen tollen Tag erinnern. Was für ein aufregender Tag im Technikmuseum in Speyer. Wir haben so viele interessante Sachen gelernt. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres Videos, denn was fehlt denn noch? Genau, eine Runde tanzen und singen zu unserem Peppina-Song. Also alle aufstehen und los geht's! Wir watschen alle wie ein Pinguin. Der Rüssel von einem Elefant ist schön. Der Panda hat eine coole Brille im Gesicht. Der Igel ist ganz klein und rund und stachelig. Das Nashorn stampft ganz kräftig hin und her. Und der Affe schwingt kreuz und quer. Und alle diese Tiere tanzen heute mit zu Peppinas neuestem Hit. In die Hand und drehen uns elegant die Hände in die Luft, die Luft, die Luft, die Luft. Wir klatschen in die Hand und drehen uns elegant und freuen uns aufs nächste Mal mit Peppina. Peppina! Liebe Kinder, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und denkt immer dran, wenn es mal schwer wird, nutzt einfach die Peppina-Zauberkraft. Tido, Tido, Tido. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.